Willkommen zurück bei den Pathfinder Tirol. Wir befinden uns heute wieder in unserem Basecamp im Wald und haben heute mal ein wenig umgebaut und neu gemacht. Und wir haben uns gedacht, wir führen euch einmal kurz rum und ja, dann zeigen wir euch mal ein bisschen das Camp. Lisa, machen wir mal die Vorstellung. Jetzt waren wir seit einem Jahr nicht mehr da in unserem Basecamp. Und jetzt haben wir eigentlich sehr viel erneuert, sehr viel neu gemacht. Und ich zeige euch jetzt, was wir gemacht haben. Der Hanfgarn, den wir damals eingebaut haben, der war schon relativ morsch, hat aber bis hier gut geklappt. Dann habe ich ein paar neue eingetan, wo sie schon locker waren. Wir haben das weggemacht, alles wieder neu drüber gespannt, alles neu gebunden, abgeschnitten und nochmal festgemacht. Papa ist hergegangen und hat da richtig stabile Heringe eingeschnitzt und dann eingedruckt. Die heben echt super, muss ich sagen. Und da war, ganz ehrlich, also ein bisschen lattrig. Ist jetzt aber auch nicht mehr der Fall. Da habe ich auch, es ist wirklich alles brutal stabil. Ja gut, das ist ja dein Liegeplatz auf der Seite. Ja. Wenn dich ein Bär angreift, dann kommt er nicht rein. So, weiter geht's im Shelter. So. Ja, wir haben dieses Mal wirklich Schrauben verwendet. Wir schämen uns, aber es ist echt cool. Da haben wir unsere eigene mehr oder weniger Garderobe, wo man die verschiedenen Sachen aufhängen kann. Die Fläche wurde sehr, sehr gut vom Raffi begradigt. Das ist echt schön geworden. Ja, wie viele Leute haben jetzt Platz zum Schlafen? Vier. Fünf. Wohl, ja. Fünf, leicht. Ja. So schaut er jetzt aus. Vorher war da nämlich eine Wurzel drin und da haben wir jetzt nicht so gut gelegen. Aber jetzt, wo es der Raffi gerade gemacht hat, schaut es echt cool aus. An meiner Seite allerdings haben wir die Männer eine Ablagefläche hingebaut. Für verschiedene Sachen für mich, weil das eigentlich immer mein Platz ist, wenn wir einen Overnighter machen. Ja, weiter geht's. Unser größtes oder eins von den größten Problemen waren Sitzgelegenheiten. Das haben wir jetzt auch gelöst, ja, auch mit Schrauben, aber wir haben es gelöst. Die sind volle stabil. Ja gut, wenn du beim Lagerfeuer sitzt, ist ja fein, wenn du irgendeine gute Unterlage hast, wo du drauf sitzen kannst. Genau. Da die Feuerstelle, da haben wir jetzt richtig schön, der Papa hat richtig schön ausgraben. Das heißt, wir haben eine gesicherte Feuerstelle auch mit steinigem Untergrund. Das heißt, Wurzelbrand wird dadurch verhindert. Momentan ist es sowieso Blödsinn, ein Feuer zu machen im Wald, weil es ja viel zu gefährlich ist. Ja. Aber wenn man einen Gaskocher reinstellt oder einen Esbit-Kocher, dann geht das auch. Ja. Da hat der Papa gesagt, Der Wärmereflektor, den ich damals gebaut habe, der war schon relativ morsch und den hat er ganz neu gebunden. Er hat neue Äste wieder eingetan, jetzt ist der schon sehr stabil wieder. Auf der anderen Seite, weil wir ja relativ viele Leute sein, wenn wir alle da sein, ist die andere Bank. Und das ist unser neues Basecamp. Ganz stolz haben wir jetzt unser eigenes Brett mit Pathfinder Tirol, Outdoor und Abenteuer. Gemacht haben es die Veredler in Delfs. Großes, großes Danke dafür. Wir finden es einfach wunderschön. Ja, Dankeschön auch von mir an die Veredler für das richtig coole, richtig geile Schild. Und ja, für andere Leute, was auch so ein schönes Schild haben möchten, da hauen wir den Link zu der Webseite unten in die Beschreibung. Wenn ihr auch sowas haben wollt, meldet euch auf der Seite. Ja, und schreibt sie einfach mal an und informiert euch. Danke fürs dabei gewesen sein und fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir wünschen euch noch einen feinen Tag. Und kommentieren und Glocke einschalten. Ja, von mir aus auch. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, wenn wir jetzt den Overnighter machen, ich weiß nicht, ob wir es filmen oder nicht, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber wir werden sicher wieder ein neues Video machen. Und dann seid ihr mit dabei, wenn es heißt Pathfinder Tirol on Tour.
Bis zum nächsten Mal, eure Passweiner Tirol.